Guten Morgen. Ich hatte in letzter Zeit irgendwie nicht so Lust zu vloggen. Heute war mir aber wieder danach. Und deswegen nehme ich euch heute gleich mal mit. Wir sind noch nicht alle angezogen. Ich bin die Erste. Ich werde mir jetzt aber noch was zu frühstücken machen, bevor ich dann die Kinder fertig mache und den Kindergarten bringe. Und ich bin heute eingeteilt. Ich arbeite ja ehrenamtlich bei uns hier im Familienzentrum und bin heute dort und mache ein Ferienangebot. Und zwar machen wir heute Naturkosmetik. Und ich dachte, ich zeige euch das dann, wenn ich das nachher dann aufbaue, so ein bisschen. Und schreibe euch auch die Rezepte unten in die Infobox. Das ist super, super simpel und einfach. Machen aber mega coole Sachen. Vielleicht habt ihr ja da mal Bock, das einfach auch mal zu Hause auszuprobieren. Genau, das machen wir heute. Und morgen gehe ich dann nochmal hin und unterstütze so ein bisschen beim Nähkurs. Weil nach Ostern brauche ich erstmal. Ich brauche erstmal Urlaub von Ostern. Deswegen habe ich mir auch arbeitsmäßig nicht so viel vorgenommen und freue mich auch auf mein freies Wochenende, was jetzt ansteht. Aber ich habe schon von einigen Mamas gehört, denen es ähnlich ging. Es ist immer wieder schön, auf jeden Fall. Aber es ist auch ein Tick weit immer ein bisschen anstrengend. Nur ein bisschen. When the time is right and I'm not alone, I will conquer this and bring you home. When this world has stopped and the breeze is up, when the time is right, I'll sing you a song. So, ich zeige euch mal schnell so ein bisschen, was wir heute machen. Also das hier sind übrigens meine Gefäße, die hier. Und auch die hier habe ich ganz, ganz günstig bei Action gekauft. Das sind halt solche Sachen, die man dann halt manchmal noch so im Haushalt übrig hat. Und die hier, die finde ich ja ganz toll. Die sind aus Plastik, also die hier sind aus Glas. Die sind aus Plastik, gab es bei DM. Aber da ist eins halt 70 Cent, die sind ein bisschen teurer. Wir machen heute ein Gurkenpeeling auf jeden Fall. So, nochmal. Also wir starten heute mit einem Gurkenpeeling. Und ich sage euch jetzt die Mengenangaben mal für so eine Portion. Also nimmt man 100 Gramm Gurke und würfelt die und püriert die dann mit so einem Stabmixer. Und dann kommen einfach 250 Gramm Zucker und 2 Esslöffel Olivenöl dazu. Das unterrührt man und dann kann man das im Kühlschrank bis zu 2 Wochen aufbewahren. Und dann können die Kinder sich entscheiden zwischen einer Handcreme und einem Lippenbalsam. Bei der Handcreme nimmt man 40 Gramm Shea Butter. Die kann ich euch dann auch mal verlinken, die habe ich bei Amazon bestellt. 10 Gramm Bienenwachs, 30 Milliliter Jojobaöl und dann noch ein Aromaöl der Wahl. Ich habe von mir jetzt mal zu Hause mitgebracht Grapefruit, Lemon und wilde Orange. Und da wird erst das Bienenwachs und die Shea Butter wird im Wasserbad erwärmt. Das dauert auch eine ganze Weile. Dann kommt das Jojobaöl dazu und dann halt noch das Aromaöl. Das wird dann verrührt und dann ist das auch fertig. Und beim Lippenbalsam, da braucht man wieder das Olivenöl, 30 Milliliter, und Bienenwachs. Und da werden die 5 Gramm Bienenwachs in den 30 Milliliter Olivenöl geschmolzen. Dann nimmt man das vom Feuer und gibt wieder Shea Butter dazu, und zwar diesmal 15 Gramm. Und verbindet das dann, dann kommt das Aromaöl wieder dazu. Kann man sich dann halt wieder aussuchen für den Lippenbalsam, was man da gerne hätte. Und dann kann man das in Tiegelchen abfüllen. Und diese Mengenangaben, die ich euch gerade gesagt habe, das reicht halt für 3 Tiegelchen ungefähr. So, ich bin seit ungefähr einer Stunde wieder zu Hause. Ich habe eine Nudelsuppe gegessen, habe gerade schon wieder telefoniert. Also ich hatte mein Handy nicht mit. Ich gehe tatsächlich ganz gerne raus und nehme mein Handy nicht mit. Und hatte dann 14 WhatsApp-Nachrichten. Erstmal anhören und durchlesen musste und beantworten musste. Das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Also ich wäre in der Zeit sowieso nicht großartig dazu gekommen, irgendwie auf mein Handy zu gucken. Also habe ich es gleich zu Hause gelassen. Und auch wenn ich manchmal so nachmittags mit den Kindern rausgehe, lasse ich das halt einfach, ich lasse halt einfach zu Hause. Weil du greifst ja auch nur dazu, wenn du es da hast. Und wenn du es nicht da hast, greifst du auch nicht dazu. Weil ich ja immer noch so ein bisschen Social Media Detox mache. Tatsächlich.
hat sich gut durchgezogen. Auch Serien, gucke ich gerade aktuell eine Serie, wo jede Woche eine neue Folge rauskommt. Ne, da guckt man halt nur einmal die Woche und die ist auch, glaube ich, gleich bald zu Ende. Und brauche ich aber auch nicht. Na gut, jetzt wird auch wieder besseres Wetter, ne? Ist man dann eher draußen. Und ich lese gerade auch wieder sehr, sehr viel zum Glück. Da kommt bald ein Video dazu, zu der aktuellen Buchreihe, die ich gelesen habe und die ich richtig, richtig toll finde. Also wenn ihr da gerade was Neues irgendwie für den Sommer sucht, die ist richtig, richtig gut. Das Video kommt am 30. Genau. Und ich werde jetzt ein kleines Mittagspäuschen machen. Ich werde noch ein bisschen was in meinem aktuellen Buch lesen. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Und dann mache ich so ein kleines Powernap. Und dann werde ich die Kinder abholen, wenn nicht noch irgendwas jetzt zwischendurch passieren sollte. Ich habe heute angefangen zu lesen von Stefanie Stahl. Jeder ist beziehungsfähig. Geht es auch so um innere Kindarbeit und so. Bin ich sehr, 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 sehr gespannt, weil es gerade hier so liegt. Das waren somit die besten Ostergeschenke. Vince hat eine Blockflöte bekommen. Und erste Reaktion, typisch mein Kind, einmal reingeblasen, hat sich schief angehört. Mama, ich kann das nicht. Jetzt ist er da schon richtig gut drin, so mit den einzelnen Löcher auf und zu machen und hört auch schon die Unterschiede. Richtig, 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 richtig cool. Das hat er sich auch gewünscht. Er wollte das gerne mal ausprobieren. Und Svea hat als Gegenstück eine Panflöte bekommen. Die Panflöte von Whisper, die zum Glück einen An- und Ausschalter hat. Die habe ich euch in einem Video aber schon mal genauer vorgestellt. Das verlinke ich euch jetzt gerne hier oben nochmal. Aber das kam wirklich beides richtig, richtig gut an. Weil ich glaube, das kennt jeder. Man denkt so, boah, das ist so ein mega tolles Geschenk. Das werden die Kinder lieben. Und am Ende gucken die das mit dem Arsch nicht an. Aber die sind tatsächlich sehr, sehr gut angekommen. Ist manchmal zeitweise ein bisschen anstrengend, wenn die dann hier so durch die Gegend fiedeln. Aber ist ja selbstgemachter Ärger. Habe ich mir ja so ausgedacht. Ich gönne mir jetzt gerade noch den letzten Kuchen von Ostern. Der ist super, super lecker. Das ist so ein, den der Kühlschrank backt. Den Boden habe ich gemacht mit Vollkornkeksen. Und hier oben ist Götterspeise drin, Frischkäse, Sahne und noch andere mögliche andere Krempel. Schmeckt richtig gut. Den hatte ich zum ersten Mal zu Svers Geburtstag gemacht und jetzt zu Ostern nochmal richtig gut. Da hat sie jetzt eine Tasse Kurwach. Und dann werde ich jetzt gleich die Kinder abholen. Es scheint übrigens wunderbar schön die Sonne. Der Wind hat nachgelassen, ich weiß gar nicht. Es kommt schlechtes Wetter. Es soll schlechtes Wetter geben. Regen, Wind, Kälte. Aber nicht hier. So, ich werde jetzt mal das Gurkenpeeling ausprobieren, was wir heute gemacht haben. Einfach nochmal richtig durchrühren und dann benutze ich das jetzt mal. Und von euch verabschiede ich mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!